Bananenallee. Ach, ist ein Traum, wa? Fikus mit Blätter. Ich komm alle an. Die Treppe schaffen wir. Oh. Ich hab grad eine riesen Spinne im Display. Cool. Stimmt hier. Wir müssen jetzt nämlich den Straßenrand sauber machen. So, wir fahren jetzt da nämlich in die Höhle drin. Na, ich denke mal, wir müssen zwei nehmen. Wir sitzen schon drin. Wir sind im Männerboot. Und da kommt die anderen. Ey. So. Klares Wasser. Bayern gelernt in der Höhle. And they started to climb the ledges or the shelves, those ones up there. They find out a lot of these remains that was left by the ancient Mayans centuries back. Remains like artifacts
fire pits, mummified paper nations, and also skeletal remains. Use the cave, yeah. Also wahrscheinlich Ritual. Oder vielleicht anders machen. Weil immer so eine Höhle fühlt sich ja an. Ich hätte mal ein Feuer. Ich hätte mal ein Feuerchen. Der Fackel. Ich komme mit dem Boot rein. Mit dem Selbstbrot. Bestimmt romantisch. Aber wenn. They believe that these caves were secret places like churches. Adequate places for gods to be dwelling in, especially the rain. When it rains, water spreads down through the limestone, cutting the formation looking like curtains. But the Mayan people, they came in here to play music also when their ceremonies were done, and they used cave formations. Each one of them has a different sound, yeah? So when the Maya started to use the cave, they came in here and they did a lot of agricultural rituals, presentation of vegetables. Vorsprung. Da liegen übrigens tatsächlich noch alte Maya-Knochen und an der Edelstelle kann man auch den Schädel sehr von hier unten sehen und auch noch irgendwie ein vierjähriges Kind oder so, was der da uns erzählt hat. Da wollten die Kinder natürlich hoch, aber man darf da nicht. Here beyond, there is another 7 kilometers more.
We did almost a kilometer. Also, da geht die Höhle noch 7 Kilometer weiter, aber da kommen wir nicht unter dem Stein durchgefahren. Die haben es mal gemacht, irgendwie, haben sie erzählt. Also gab schon einige, die es gemacht haben, aber halt mit Touristen kann man es nicht machen. Ist ein bisschen dolle gefährlich und ja, jetzt geht's wieder zurück. Wir sind da übrigens an der Stelle ungefähr knapp einen Kilometer reingefahren in die Höhle, also ganz schön tief. Oder tief ja nicht, ganz schön weit drin, ganz schön tief rein, nicht tief runter. Sind wir fertig. Und wie war es? Und jetzt paddel, paddel, paddel. So, und jetzt schwimmen wir da noch mal rein. Nee, war lieber nicht. An und denken, die Idioten, gucken wir da unten. Guck mal, da unten sitzen die Affen und gucken.
sehen, wa? Und natürlich wieder. Ich habe immer Glück, dass es immer genau gegen die Sonne ist. Da, also da so noch, da sitzt so einer. Direkt neben der Liese. Oh Gott, da sitzt da. Da sitzt da. Ja. Also aufpassen. Jedenfalls ist hier vorne auch gerade eine Schildkröte geschwommen. Ja, brauchst du den zeigen, wenn er da ist. Ja, die kommt bestimmt gleich wieder. Da ist einer. Da sitzt einer. Hängt im Baum richtig drin. Da ist einer. Und der guckt gerade zu uns. So, guck mal, jetzt bewegt er sich. Holt er sich dann Nüsse und der andere kleine hoch. Der da bewegt sich hoch gerade. Ach, da sitzen übrigens zwei. Drei, vier. Und die sieht man ja auch nicht. Guck mal. Und wieder runter. Mann's? Ach, nur schreien wieder. So, wir sind noch mal schnell Bahn. Naja, du musst doch weit fliegen. Du musst doch Anlauf nehmen. Ja, so. Na klar, hat er den dicken vorne hochgehalten. Ja, oder dreimal so groß und schwer. Bestimmt einfacher wie den. Yeah! Wuhu! Yeah! So, nächster Morgen. Ich mache es ohne Mal. Thank you.
Ja, die müssen wir noch schnell was trinken hier. Vom Flüsschen. Mal wieder anständig warm. Hier sind übrigens Fische drin. Anständig viele. So, mal gucken, ob wir denn da lang zurückfahren. Oder hier vorne links rum denn. Mal sehen. Dann verlassen wir diesen wunderschönen Ort hier wieder. So. Kurz umgedreht für ein Foto und schon legt sie sich auf die Straße. Manometer. Der Lani wird gerade von Fischen gefressen. So. Ja, so, also das warten wir für diese Woche. Und beim nächsten Mal, ja, mal gucken. Wir sind nicht mehr weit weg von Guatemala. Vielleicht fahren wir beim nächsten Mal schon über die Grenze. Mal gucken. Sound vorbei. Finn, adios und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Die Glocke?